Seid ihr herzlich willkommen. Ein Spiegelbild. Was spiegelt sich gerade in der Liebe? Das schauen wir an bei diesem Orakel. In die linke Seite sind deine Karten und gegenüber sind seine Karten. In Gedankenebenen erscheint bei dir dieses Bild. Die Münzen symbolisieren die Finanzen. Das kann natürlich sein, du machst viel Gedanken über deine finanzielle Lage. Das hängt auch mit Beruf, Berufung auch zusammen und du planst etwas beruflich. Das Bild zeigt hier eine Weiterbildung. Du hast die Möglichkeit gerade, dich beruflich zu verwirklichen, weil du bekommst, ein neues Angebot kommt, eine neue Richtung. Und hier im Gedankenebenen sehen wir nochmal deine Vorstellung, deinen Plänen. Die Münzen bedeuten aber auch die inneren Werten, dass du lernst jetzt etwas, machst Gedanken, was ist für dich wertvoll oder wer ist für dich wertvoll. Im Gefühlsebenen sehen wir hier diese Engel, das kann natürlich Spiritualität sein oder dass ein Engel beschützt dich. Diese Karte bedeutet Glück, alles geht voran, aber du brauchst momentan noch Geduld. Sei geduldig, sei in diesem Vertrauen, kann auch die göttliche Unterstützung sein, nicht nur finanziell oder beruflich, sondern auch in die Liebe, Partnerschaft. Kommt auch mehr Leichtigkeit und auch diese Verbindung. Und hier sehen wir das, was in der nächsten Zeit passiert. Die Kelchen symbolisieren die Gefühle. Du kannst deinen Gefühlen zeigen, offenbaren. Er kommt auch entgegen. Hier sehen wir auch die Harmonie, auch diese glücklichen Treffen zusammen zu sein. Und hier die Früchte zeigen, diese Liebe trägt auch Früchte. Und jetzt schauen wir seine Bilder an. In Gedankenebenen sehen wir diese Kelch und das bedeutet seinen Gefühlen. Das ist ihm bewusst, weil das erscheint in seinen Gedanken. Er liebt dich, aber das Bild symbolisiert auch seine Verschlossenheit. Er spricht es nicht direkt an. Aber sein Gefühl sagt hier dieser Liebespaar und auch diese gelbe Blumen wie die Frühling, hier blüht etwas auf. Und das heißt, er ist in vollem Vertrauen. Er vertraut dich, er vertraut diese Liebe. Und weil er selber etwas verschlossen ist, was die Gefühle betrifft, er hat diese Erwartung, dass du dich äußerst, dass du was schreibst, dass du deinen Gefühlen zeigst, dass du über deinen Plänen sprichst. Was passiert bei ihm? Was wird er tun? Hier zeigt sich dieser Glücksrad und das heißt, dieser Glücksrad beeinflusst euren Schicksal. Weil dieser Rad dreht sich in diese Richtung, wie er das vorstellt, wie du das vorstellst. Und hier sehen wir schon die Hoffnung, auch die Liebe von deiner Seite aus. Auch diese Engel und die Kelchen zeigen deinen Gefühlen. Und diese Karte bedeutet auch ein Neuanfang, wenn eine neue Periode beginnt. Genau in diese Richtung dreht sich dieser Schicksalsrad, was euch beide Glück bringt. Und was wird passieren? Was hat er vor? Was wird er tun in deine Richtung?
Das zeigt hier diese Karte. Er nimmt diesen Stab in Hand und wird handeln. Er wird aktiv sein. Er lässt etwas hinter sich, wo hier die Rücken zeigt. Aber es kommt eine neue Richtung. Er zeigt Kraft, Mut, Begeisterung und er wird etwas vermitteln, was dich auch begeistert. Was für ihn auch wichtig ist, die körperliche Nähe. Das symbolisiert diese Karte nämlich auch. Und ich wünsche dir einen schönen Tag, alles Gute und alles Liebe.